Und das wird nicht sein zweites Tor heute. Nein, gute Gelegenheit, aber er trifft hier nicht. Alex Hunter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da trennt er ihn fair vom Ball. Kabul. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Ronaldo. Niom. Entschlossen geklärt. Lovren. Was packt der Unparteiische drauf? Zwei Minuten. Jetzt Alexander. Gute Aktion. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Amrabat. Berami. Wird's jetzt gefährlich? Kommt jetzt die Flanke? Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Und die Ecke ist jetzt sicher eine gute Gelegenheit. Kabul. Und den spielt er gleich wieder zurück. Berami. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Und da ist der Torwart da. Er hält das Unentschieden fest. Den Ball spielt er gut. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Alex Hunter. Wird das seine Torchance? Er macht das Spiel schnell. Und die Möglichkeit. Das gibt einen Eckball. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Alberto Moreno. Fairer Einsatz hier. Lucas Leiva. Finde den Mitspieler. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Das könnte eine Gelegenheit werden. Den Ball hat er leichtfertig dem Gegner überlassen. Schwacher Flankenversuch vor dem. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Und Lallana. Alexander jetzt. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Alexander. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch. Von allen Spielern. Große Klasse. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und Lallana. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und gibt's jetzt die Führung? Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Gut reagiert vom Torhüter. So verhindert er den Rückstand. Coutinho. Da war sie. Die Chance zur Führung. Aber vergeben. Markovic. Das könnte die Chance werden. Da stand er gut und gibt Freistoß. Alex Hunter. Der war nicht leicht zu spielen, aber das war richtig, dass er es versucht. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Foul von Alexander. Nicht mehr lange zu spielen und es steht nach wie vor unentschieden. Schafft hier noch ein Team den Siegtreffer.
Und jetzt Hunter mit dem Ball. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Und Lallana. Gute Aktion. Guter Pass, der kommt an. Gute Idee, dieser Ball. Er schießt. Und Alexander. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Abgefälscht und daher bekommen sie einen Eckstoß. Passiert hier doch noch was. Und hier jetzt der Statistikvergleich. Den Köpfer. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Hunter. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Another day, another practice. Let's get on with it. Um den FC Liverpool ranken sich ja einige Legenden. Kein Wunder, wenn man sich anschaut, was für eine Tradition in diesem Club steckt. Und das ist natürlich auch heute noch im Stadion zu spüren, auch wenn die Reds zurzeit nicht die erste Geige im englischen Fußball spielen. Trotzdem, die Stimmung hier in Liverpool an der berühmten Anfield Road ist einmalig. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Kurzer Blick auf die Aufstellung von Southampton. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Jetzt wird's gefährlich. Ganz einfach an den Ball gekommen. Reed. Jetzt vielleicht die Flanke. Long. Er war noch dran, gibt Ecke. Austin. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Schönes Ding mit dem Kopf, das sehen wir hier nochmal. Da kommt er groß hinter den Ball und kann ihm genug Tempo mitgeben. Sehr gut gemacht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen.
spielt den Ball in den freien Raum. Geht er rein? So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Austin. Wird das eine Torchance? Klein. Lukas Leiva jetzt. Da trennt er ihn vom Ball. Steven Davis. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Da ist der Ball weg. Jetzt Alexander. Stark gemacht. Cedric. Vielversprechender an. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Sakho. Lukas. Das macht er gut. Wird's jetzt gefährlich. Klasse gespielt. Bernard. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf. Mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Long. Und er geht an ihm vorbei. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Mit ihrer Passsicher. Oriol Romeo. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber. Jetzt Alberto Moreno. Alex Hunter. Jetzt müssen sie aufpassen. Gute Aktion. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Markovic. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Wijnaldum. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Oriol Romeo. Reed. Nach 45 Minuten. Der Trainer wird wechseln. Klein. Lallana am Ball. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Jetzt die Möglichkeit. Den Ball hält er gut. Das war eine wichtige Parade, wäre sonst der Rückstand gewesen. Ein guter Kopfball. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er. Jetzt Hunter. Das war wieder eine Gelegenheit. Aber sie gehen nicht in Führung. Lallana Ball. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kein Problem für die Verteidigung. Den Ball holt er sich. Alexander! Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Das könnte die Chance werden. Flanke kommt, wird das eine Chance? Austin, das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Jetzt vielleicht. Steven Davis. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Alex Hunter.
Ronaldo. Wird das eine Torchance? Van Dijk. Steven Davis. Oriol Romeo. Sehr gut aufgepasst. Keiner war mehr dran. Abstoß. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Oriol Romeo. Er bekommt Hilfe. Klasi. Steven Davis. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da liegt ein Spieler am Boden, wenn ich es richtig gesehen habe. Und die Möglichkeit. Die bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Wijnaldum. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Adam Lallana. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Jetzt Coutinho. Da verwehrt er ihm im letzten Moment doch noch mit einem beherzten Eingreifen die Chance zum Siegtreffer. Und die Kollegen bedanken sich völlig zu Recht. Und jetzt die Chance. Gute Aktion vom Torhüter. Da war noch einer dran und deshalb nochmal Ecke. Das könnte schon die letzte Chance sein. Der Ball kommt. Mit der Faust kann er hier retten. Das muss Freistoß geben. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Exzellent verwandelt, dieser direkte Freistoß. Ein richtig guter Freistoß. Da gab es für den Keeper nichts zu halten. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Wird hier nochmal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt wird's gefährlich. Abwehr hat aufgepasst. Das war. Shout out to your mama, shout out to Dalai Lama, J Electronia, put it on ya, you know what from you got, bruh. Whippin' in a Nissan Elantra, up in Atlanta, see me in a Honda, out in La Palmas, feel like Ice Cube and Anaconda, feel like James Bond in a sauna, feel like I play for Alana, y'all not saying nada, ni I'm people.
Für Alex Hunter ist es heute der 24. Einsatz in dieser Saison. Noch 5 mehr, dann erreicht er die Marke seines Großvaters Jim aus dessen Debütsaison. Er bekommt immer wieder seine Einsatzzeiten und das ist ja wichtig für so einen jungen Spieler. Nur dann kommt er weiter. Die Chance zur Führung. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Und jetzt die Chance. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Den klärt er. Wird das eine Torchance? So kann er die gegnerische Abwehr natürlich nicht unter Druck setzen. Das gibt einen Eckball. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Alex Hunter. Und jetzt ein Schuss. Da macht er ihn rein. Jetzt haben wir die erste Führung in diesem Spiel. 9 Minuten hat es gedauert. Fairer Einsatz hier. Alex Hunter. Jetzt müssen Sie aufpassen. Markovic. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Philipp Bernard. Wird's jetzt gefährlich? Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Markovic. Den Ball spielt er gut. Creswell. Not fight. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Creswell. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den spielt er steil. Jetzt gibt's Einwurf. Kouyaté. Bayram. Das könnte die Chance werden. Fairer Einsatz hier. Not fight. Bayram. Er passt ihn auf den Flügel. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Das könnte eine Gelegenheit werden. Den spielt er gut. Markovic! Jetzt kommt der Schuss! Lukas. Gibt's jetzt die Tor. Da zieht er ab. Der ist noch heiß. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Markovic! Und da haben wir's, das Tor. Den macht er mit Auge und mit Gefühl. Platziert, reingeschoben. Keine Chance für den Torhüter. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Klein. Und jetzt Sakko. Bernard. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Super Aktion, gut geklärt. Zur Pause eine.
Durchgang 2 läuft hier im Olympiastadion. Ogbonna. Pedro Obiang. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Philipp Bernard. Wird das eine Torchance? Klasse Technik. Da schickt er den Mitspieler. Jetzt gibt es einen Eckball. Substitution for West Ham United coming off the pitch. Reinaldo, tolle Aktion vom Torwart. Und die Situation geklärt. Da kommt der Schuss. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Gutes Auge in dieser Situation, er entscheidet auf Vorteil. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Creswell, wird's jetzt gefährlich. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Payet. Oh, der bringt den Ball rein. Gute Flanke, auch stark vom Abwehrspieler. Wijnaldum. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Da passt der Klasse auf. Das gibt einen Eckball. Und ein Kopfball. Der Ball wurde weggefaustet. Der Ball kommt. Abwehr hat aufgepasst. Gute Chance. Tolle Flanke. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Nun Coutinho. Kouyaté. Nordfight. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Manuel Anzini. Anderson. Wijnaldum. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Anderson. Wieder ein guter Pass. Der Ball läuft. Markovic. Ein fantastischer Treffer. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Er ist richtig gut drauf in dieser Saison. Ist nicht sein erster Dreierpack in dieser Spielzeit. Und sie bekommen ihn hier heute überhaupt nicht in den Griff. Eine tolle Vorstellung. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Coutinho jetzt am Ball. Anderson. Still geworden ist es hier, Buschi. Aber auch kein Wunder, oder? Nee, das sind die Fans nicht gewohnt, dass ihre Mannschaft... Jetzt vielleicht. Den hält er super. Ja, das gibt Eckball. Wijnaldum. Und jetzt wird es Einwurf geben. Coutinho. Lovren. Jo, eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuelle Spielstand spricht eine andere Sprache. In der Tat, Wolf, du musst deine Chancen eben nutzen, ansonsten kann das ganz schnell gehen. Da kommt der Schuss. Und wieder gibt's eine Ecke. Henderson! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da.
Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Da schickt er den Mitspieler. Defensiv machen sie es gut. Und der Schiedsrichter pfeift ab. 3-0. All right. You'll never walk alone steht über dem Eingang zum Anfield Stadium in Liverpool. In gusseisernen Lettern geschrieben. Und dieser Song, der auch in vielen anderen Stadien gespielt wird, sorgt einfach jedes Mal für ein Gänsehauterlebnis. Ja, und auch die gegnerischen Spieler sollen immer wissen, wo sie sich befinden und worauf sie sich einlassen. Deshalb werden sie auf dem Weg Richtung Rasen von folgendem Text begrüßt. This is Anfield. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Sie wollen das Spiel. Und gibt's jetzt die Führung. Jetzt Hunter. Den klärt er toll. Stark vom Verteidiger. Ganz tolles Duell heute. Alex Hunter gegen Negredo. Was erwartest du dir da? Ja, also Alex Hunter ist ein Spieler, der mich immer mit seinem Tempo begeistert. Seiner unglaublichen Schnelligkeit. Negredo ist auf der anderen Seite viel eher ein Spieler, der dem traditionellen Stürmerbild entspricht. Sehr energisch, lebt von seiner Stärke. Mal Bernard! Ein fantastisches Tor! 12 Minuten gespielt, das erste Tor ist gefallen. Ramirez. Da gewinnt er den Zweikampf. Und Coutinho. Wird's jetzt gefährlich? Sie haben den Ball. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Adoma. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Gut in den Lauf gespielt. Den spielt er in den Lauf. Gaston Ramirez. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Philipp Bernard am Ball. Und da verlieren sie den Ball. Bernardo.
Da trennt er ihn fair vom Ball. Gutes Auge vom Assistenten, abseits. Ramirez. Clayton. Das könnte eine Gelegenheit werden. Abgefangen, gut gemacht. Philipp Bernard. Jetzt die Möglichkeit. Noch nicht vorbei. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Kopfball. Souverän gemacht. War gar nicht so einfach. Da passt er auf. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Ramirez. Klein. Coutinho jetzt. Alex Hunter. Klasse Technik. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Fischer. Kein. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöne Flanke. Negredo. Jetzt haben sie es. Sie führen hier. 2-1. Hier ist noch alles drin. Jetzt wird es gefährlich. Das ist genau. Oh, das könnte es sein. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Wijnaldum. Hunter! Da passt der Klasse auf. Und den spielt er gleich wieder zurück. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Jetzt müssen sie aufpassen. Alexander, da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Da gewinnt er den Zweikampf. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Henderson. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ein guter Doppelpass. Barragán. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Das könnte gefährlich werden. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Downing. Fairer Einsatz hier. Und damit ist der Ball weg. Henderson. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Wijnaldum. Jetzt vielleicht die Flanke. Und jetzt gibt es eine Ecke. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch.
Der Ball kommt gut. Foul hier von Hunter. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Karius. Anderson. Und Coutinho. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Lukas! Tor, die Führung! Und es müsste auch die Entscheidung sein, was für ein wichtiges Tor. Das Tor macht der Captain. Gute Aktion von ihm. Da schauen wir doch gerne noch mal drauf. 3:2 also. Da ist alles drin. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Sauber vom Ball getrennt hier. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Und der Ball wird weitergeleitet. Das ist noch mal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Hunter! Und jetzt ist das Spiel zu Ende. A nice pass from you and it leads to a goal. What are your thoughts on the assist? Oh, all credit goes to the finish. All I did was get him the ball. Feels good to be part of a move like that, though. A great string of games for you, Alex. Have you changed your approach at all? What's behind this good run? Just trying to stay aware of what the team needs, to be honest. Like, football's a really fluid game, and I've been trying to stay fluid myself, so I'm there whenever my teammates need me. We got it. Thank you. My pleasure. You know, there's a lot of players go their whole career without even getting close to winning the league. You ought to be proud of what you've done. Why don't I make us a cup of tea? You know, it's often the disappointments in life that teach us the most. There he is, my top man. Only 17 and came this close to winning his first title. Yeah, but we lost. All right, tell me this then, Einstein. How many teenagers do you know who nearly won the Premier League on their first attempt, huh? Never really thought about it like that. And there's always next year, son. Smart woman, your mother. You should listen to her. Cup of tea, Michael. Ooh, coffee. You're on your way, Alex. Next stop, the FA Cup final. Onwards and upwards, am I right, Jim? Right. Right.
It's a lovely day at the... That's the real magic of the FA Cup. That's what today's all about. Passion, blood and thunder. Today, you have a chance to become more than just a player. Today, you have a chance to become FA Cup winners. Stick together. Believe in yourselves and you will be victorious. Win, and you will become legends! Come on, lads! To see the look on your face when I lift that cup. In your dreams, mate. You know, I ain't got a prayer out there. I am gonna destroy you. That right. I wanna know why you staying around with you. Not interested. Because your granddad had connections in the game. End of. You were nothing to me. Not even half the player I am. Just like your dad. Nothing. On the pitch, Alex. You'll have your chance. I'll see you out there. Come on, boys! Let's get at them! Come on! Es ist ein ganz besonderes Spiel für Alex Hunter, dieses FA Cup-Finale. Ja, vor allem natürlich, weil sein Freund aus Kindertagen, weil Gareth Walker auf der Gegenseite steht. Aus dieser Freundschaft ist ja zuletzt eher eine starke Rivalität geworden und das bringt Feuer in die Partie. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Jetzt wird's gefährlich. Nun Lucas Leiva. Ganz souverän hier vom Torhüter. Jetzt müssen Sie aufpassen. Alex Hunter. Philipp Bernard. Da gewinnt er den Zweikampf. Und Mkhitaryan. Schneiderlein. Schneiderlein jetzt. Carrick. Sie suchen die Lücke.
Er macht das Spiel schnell. Kommt jetzt die Flanke rein? Philipp Bernard. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Wir hören es. Das richtet sich gegen Walker. Aber damit musste man recht. Mkhitaryan. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Walker! Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Unglaublich, was Alexander in diesem Alter für eine tolle Saison hingelegt hat. Absolut. Die Quali für den Champions Cup ist fix. Jetzt dieses FA Cup-Finale. Ganz, ganz starke Leistung. Und wenn er so weitermacht, dann werden wir noch ganz viel von ihm hören. Und Alberto Moreno mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Carrick. Nun Ibrahimovic. Martial. Jetzt Carrick. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Lucas Leiva. Und Alberto Moreno. Klein. Alex Hunter. Und Alberto Moreno. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Den spielt er in den Lauf. Das Abspiel hier für Hunter. Markovic, da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Und Ecke. Er köpft den Ball. Eine tolle erste Hälfte. Wir sind zurück mit Hälfte 2 im Finale des FA Cup. Der Unparteiische hat die Partie wieder freigegeben. Noch 45 Minuten, dann wissen wir, wer sich die Trophäe mit nach Hause nehmen darf. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das könnte die Führung geben. Über die Torauslinie, Ecke. Markovic und das Tor. Damit das Spiel jetzt richtig eröffnet. Ja, darf gerne so weitergehen. Gucken wir nochmal drauf. Hier ist der Kopfballtreffer. Er ist gut hochgestiegen und trifft den Ball natürlich perfekt. Wird das Spiel jetzt endlich offensiver? Das erste Tor ist gefallen. Es hat ein bisschen gedauert heute. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen, will neue Impulse setzen. Jetzt könnte was über Ibrahimovic gehen. Und jetzt Carrick. Gutes Tackling. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht. Und jetzt die Chance. Jetzt Bernard. Er versucht's. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Sie bieten sich an. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Wir sehen hier gleich den Wechsel. Ja, dürfte bei der nächsten Unterbrechung soweit sein. Das könnte die Chance werden. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Sie haben den Ball und können kontern. Schöne Flanke.
Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Eckball für Manchester United jetzt. Mit dem Kopf. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Und mit dem Treffer eben steht Alex Hunter übrigens bei 19 Treffern in dieser Saison. Und das in der Debütsaison, Wolf. War ja zu Beginn mächtig unter Druck. Vor allem da pfeift der Manchester United zurück im Freistoß. Gute Flanke, auch stark vom Abwehrspieler. Der Ball kommt gut. Und De Gea mit der Faust. Ibrahimovic jetzt könnte es gefährlich werden. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. So langsam läuft den Red Devils die Zeit davon. Kein Wunder, dass sie jetzt nochmal alles versuchen und taktisch auch nochmal umstellen. Okay, jetzt könnte es hier nochmal richtig spannend werden. Sie werfen alles nach vorne, wollen das Tor förmlich erzwingen. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Einwurf. Wijnaldum. Da trennt er ihn fair vom Ball. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jetzt Mkhitaryan. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Pogba. Klein. Nun Lucas Leiva. Das könnte gefährlich werden. Das macht er gut. Jetzt Mkhitaryan. Pogba jetzt. Lovren. Ja, damit musste Gareth Walker fast rechnen. Der hat sich hier in der letzten Zeit natürlich eher keine Freunde gemacht. Stark vom Torhüter. Der Abpfiff und das Spiel endet 2-0. Der Referee hat das Finale um den FA Cup abgepfiffen und sie haben also tatsächlich diese prestigeträchtige Trophäe gewinnen können. Das ist ein ganz besonderer Tag für die Spieler, denn das ist ein großartiger Erfolg in einem legendären Wettbewerb. Da kann man nur gratulieren. Hinten stehen die Ordner. Die Ordner sind so die einzigen, wenn ich es jetzt richtig sehe, die so ein bisschen Haltung bewahren. Auch die Fotografen, da ist auch so ein leichtes Wippen spürbar. Ansonsten wackelt hier das Podest. Ja, hier bei oben, dem Erfolg. Hier oben bei uns wackelt die Tribüne. Alles wartet auf den großen Moment, wenn der Kapitän vortritt und die Trophäe in den Himmel streckt. Und jetzt... Lasst es raus! Lasst es raus! Ach, das sind einfach schöne Bilder. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt geht der...